So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein etwas anderes Format. Und zwar geht es heute um Hydraulikzylinder und den Fumotec Shop. Ja, was das Ganze miteinander zu tun hat, das klären wir gleich. Und wenn das Thema Hydraulikzylinder für dich ein Thema ist, du auf der Suche nach Hydraulikzylindern bist, sei es für deinen Eigenbau oder weil du ein Modell hast, wo die Zylinder nicht so richtig funktionieren, und du möchtest die austauschen, dann ist das Video genau das Richtige jetzt für dich. Dann bleib bitte dran. Und wenn euch das Video ja in der Form gefällt oder diese Art von Videos, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein, weil dann können wir da gerne auch mehr von machen. So, wie gesagt, wir sprechen heute über Hydraulikzylinder. Und bei uns auf der Stadtseite vom Shop findet man das eben hier unter der Hydraulik. Da gibt es eben die Zylinder. Es gibt verschiedenstes Zubehör. Wie gesagt, wenn ihr wollt, können wir da auch gerne darauf eingehen und Ventile. Aber heute geht es um das Thema Zylinder. Ich habe jetzt nochmal links drauf geklickt und dann gibt es hier also einmal die Zylinderteile-Sätze und dann 10 mm Teile, 12 mm Zylinderteile und so weiter. Was bedeutet das? 10 mm bezieht sich bei uns, oder diese Maßangabe bei allen Zylinderteilesätzen bezieht sich bei uns immer auf den Außendurchmesser des Zylinderrohrs. Das heißt, 10 mm Zylinderteile, da in der Rubrik ist alles drin für unsere 10 mm Zylinder. Und vielleicht noch was Generelles: Die Zylinderrohre haben stets eine Wandstärke von 1 mm, sprich der 10 mm Zylinder hat innen 8. Siehst du aber dann auch in den Abmessungen. Ja, wir gehen jetzt einfach hier mal über Zylinderteilesätze rein. Das sind die kompletten Teilesätze, die wir im Sortiment haben. Hier unten unter den Teilen sind dann auch die kompletten Einzelteile drin. Wie gesagt, da kann ich gerne auch nochmal in einem getrennten Video drauf eingehen, wenn du das möchtest. So, wir gehen in die Zylinderteilesätze. Das ist hier ein bisschen ein Vorwort dazu. Hier ein Video, wie wir unsere Zylinder löten. Ja, so einen kleinen Einblick bei uns in die Werkstatt. Und hier unten sind sie dann schlussendlich. Ja, die verschiedenen Zylinderteilesätze. Und ich mache das Video jetzt aufgrund einer ganz aktuellen Anfrage und habe mir gedacht, das interessiert euch bestimmt alle. Und zwar war die Anfrage nach einem 18er Zylinderteilesatz und der sollte bestimmte Maße erfüllen. Und dann gucken wir uns das mal an. Klicke ich hier drauf. Ja, ich sehe hier oben nochmal, was da eben geliefert wird. Wie gesagt, das ist ein Teilesatz, der ist lose. Zur Montage gibt es ja hier bei uns auch auf dem YouTube-Kanal schon Videos, wie man das Ganze verlötet. Das ist also eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Und wenn er runter scrollt, ist hier unten die ganzen Abmessungen, wie ich gesagt habe, 18 außen, 16 innen. Also da hast du alle Abmessungen, die da relevant sind, um zu prüfen, macht der Zylinder Sinn für mich. Wir gucken uns jetzt nochmal im Detail diese Geschichte mit dem Zylinderrechner an. Und zwar war hier jetzt die konkrete Frage: Der Zylinder soll ein Maß haben, eingefahren von 190, dann trage ich das hier ein, und sollte ein Maß ausgefahren haben oder eine Länge ausgefahren von 331. Und jetzt hat der Kunde mir eben gesagt: Ja, aber euer Zylinderrechner sagt, dass der Zylinder, das ist nicht möglich. Wie kann denn das sein? Ja, wie gesagt, das ist hier eine Beispielrechnung und wir gucken uns das gleich auch nochmal im CAD an. Warum er sagt, Zylinder nicht möglich, ist einfach so, dass diese Kombination aus Länge eingefahren und Länge ausgefahren lässt sich nicht umsetzen. So, wir gucken jetzt einfach mal, was wäre denn möglich? Angenommen, bei dem Projekt wäre es so, wichtig ist, dass die Länge eingefahren wirklich 190 mm ist. Das heißt, das Maß behalten wir jetzt mal bei und sagen hier einfach mal, Länge ausgefahren würden auch 300 mm reichen, plötzlich.
Sagt der Zylinderrechner, ja, der Zylinder ist möglich. Also das heißt, es hat hier was mit eben der Kombination zu tun. So, jetzt gehe ich mal hin und sage 320 mm. Ist nicht möglich. 310 mm wiederum ist möglich. Kann ich ja mal gucken, zwischendrin 315 mm geht auch noch nicht. 313 mm ist möglich, okay. 314 nicht. 300 13,5. Also das ist wohl das längste Maß ausgefahren, das bei einer Länge eingefahren von 190 mm möglich ist. Dann gibt der Zylinderrechner noch die Länge der Kolbenstange und die Länge des Zylinderrohrs für diese Kombination aus. Und das haben wir auch hier oben nochmal beschrieben. Die Daten aus dem Zylinderrechner, die haben jetzt keinen Einfluss auf den Warenkorb oder den Bestellvorgang, sondern das ist nur eben nochmal zum Gegenprüfen. Zum einen ist das überhaupt möglich, zum anderen auch um zu sehen, welche Längenmaterial brauche ich da und reicht mir das. Denn steht hier, bei den 18 mm Teilesätzen liegen zum Beispiel jeweils 150 mm Kolbenstange und 150 mm Zylinderrohr bei. Ja, wenn du jetzt da irgendwas Längeres hättest, ist ja hier auch 152 mm in dem Beispiel oder auch gerne noch länger. Wenn du dann wirklich langen Zylinder bauen möchtest, ist kein Thema, schreibst uns gerne eine E-Mail zu der Bestellung und dann können wir da auch entsprechend gegen einen kleinen Aufpreis längere Zuschnitte mit beilegen. So, also das ist jetzt mal die Sache mit dem Zylinderrechner. Und jetzt gucken wir uns das Ganze noch mal ein bisschen bildlich an. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier in unserem ganz einfachen 2D-CAD an, um einfach mal sich das ein bisschen bildlich vorstellen zu können, warum der Zylinderrechner sagt, dass, ja, dass der Zylinder in den gewünschten Maßen nicht möglich ist. Wir haben hier eben den 18er Zylinder, wie ich schon gesagt habe, 18 mm Außendurchmesser. Bei den Maßen sprechen wir ja immer von Mitte Bohrung Zylinderfuß zu Mitte Zylinderauge. So, ich mache jetzt hier gerade mal eine Hilfslinie hin und diese verschieben wir mal auf 190 und auf 331. So. Mal gucken, ich kann euch da viel erzählen. Einmal 190 und einmal die 331. Jetzt muss ja erstmal der Zylinder, packen wir uns jetzt da mal an und bringen den jetzt erstmal auf ein Maß von 190. So. Also das wollten wir haben. Länge eingefahren 190 mm. Ihr seht schon da vorne, hier ist noch ein bisschen Platz. Also man könnte jetzt natürlich auch noch das Zylinderauge noch ein bisschen näher ranrücken, aber ja, wie gesagt, man ein bisschen Reserve oder ein bisschen Luft macht durchaus Sinn. Also wir haben hier, was haben wir hier in dem Beispiel, werden wahrscheinlich circa 2 mm sein. Ja, sind sogar 3,5, die man da theoretisch jetzt noch Luft hätte hier vorne. Aber wie gesagt, wir lassen uns mal ein kleines bisschen Platz da. Dann haben wir auch noch ein bisschen Reserve. So, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Schnappen uns den Zylinder, kopieren uns den. Das löschen wir auch mal raus. So, und jetzt wollen wir ja den Zylinder, der soll ja jetzt ausgefahren, die 331 haben. Genau. So, und jetzt sieht man schon, dass der. Hier sieht man es, dass der komplette Kolben schon vorne im Kopf drin steckt. Und deswegen hat einfach der Zylinderrechner gesagt, das geht so nicht. Ja, also Zylinder nicht möglich. Ist jetzt, glaube ich, auch relativ klar und nachvollziehbar. Jetzt gucken wir uns eben mal in dem Beispiel an. Wenn wir sagen, okay, die 190 mm eingefahren, wie schon am Zylinderrechner. Das Maß, das wollen wir auf alle Fälle beibehalten.
Dann schauen wir mal, was da möglich ist. So. Wir packen das wieder alles hier zusammen und fahren das mal hier raus. So, sieht man schon. Wenn der Zylinder ein bisschen kürzer ist, dann geht das. Und jetzt schauen wir hier. Das sind genau diese 313,5, die uns der Zylinderrechner gegeben hat. Also, das ist das Ganze nochmal so ein bisschen bildlich gemacht, was unser Zylinderrechner im Prinzip im Hintergrund macht. Er guckt anhand von den eingegebenen Maßen mit den Vorgaben, die der Zylinder eben mitbringt. Das ist auch in der Tat bei jedem Zylinderteil, das hat von uns etwas anders. Ist das, was man sich da vorstellt, die Kombination aus Maß eingefahren und Maß ausgefahren, ist das möglich oder geht das eben nicht? Und dementsprechend sagt er euch das auch, Zylinder ist möglich, Zylinder ist nicht möglich. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Videos in der Richtung haben wollt, wir können da auch gerne noch auf ein paar Details vom Shop eingehen. Oder wie man Zylinder dann eben auch konfiguriert, die nicht als Standardteilesatz sind, dann schreibt das einfach in die Kommentare und dann gehe ich da natürlich gerne drauf ein. Dann ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns in Kürze. Macht's gut. Ciao.